Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, ich grüße euch zu einer neuen Folge Let's Play LS17 am heutigen Vatertag, Feiertag. Ich wünsche natürlich allen Vätern einen wunderschönen Feiertag, viel Spaß auf Bollerwagen-Tour, die mit bestimmt die einen oder anderen werden von euch heute mit Bollerwagen unterwegs sein. Könnt ihr auch dazu mal Kommentare posten, bin gespannt, wie viele heute überhaupt reinschalten und ja, sehen wir später. Wir haben hier uns einen kleinen neuen Traktor gekauft, der ist auch so ein kleiner praktischer Traktor sein, um uns die Strohballen in den Komposter reinzuwerfen. Dafür die automatische Tetscher-Gabel hier. Und dann geht das gleich los. Wir brauchen nämlich Kompost. Hatten wir gesehen für die Obstfarm. Und wir haben da noch ein paar Strohballen. Und die können wir mit diesem Fahrzeug relativ gut dort reinbringen. Ja, oldschool, ne? So einen alten MB-Truck. Schöner, saftiger Sound. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter sprechen, weil man mich sonst vermutlich nicht mehr versteht. FBM MB 1800. Ja, einen großen Motor. Ein bisschen Gegengewicht hinten, damit die Strohballen gleich, wenn wir drei oder so vier auf einmal aufpicken vorne, uns nicht zum Umkippen bewegen. Aber eigentlich hat er ja einen relativ guten Halt, glaube ich. Das ist ganz, denke ich. Wir werden es sehen. Ja, was sonst steht heute auf dem Vatertag an, außer Stroh und Komposter zu werfen. Damit haben wir gestern angefangen, Kompost, Quatsch, hier zu prüfen. Was muss wohin? Mercedes MP4 durch den Reifen. Dann ist er vermutlich jetzt beim Palettenverkauf angekommen. Ja. Und war es eigentlich relativ gut. Eigentlich sind unsere ganzen Produktionen so halbwegs am Laufen. Wir haben jetzt ja ein bisschen Wartezeit, bis unsere Felder erntereif sind. Ärgern uns immer noch, dass das Stadion aktuell eine große Nachfrage nach Bierfass hat. Gerade passend zum Herrentag, da Stadion für Bierfässer haben. Und das ist, wir haben keine. Ja, wenn man es mal braucht, dann hat man es nicht. Ist doch wieder typisch. So, wir hauen hier unten mal rein. Aber erstmal machen wir kurz den MP4 hier, den Actros einmal befreien. Kurz löschen. Fahren mit dem mal wieder rüber zum Sägewerkbereich, weil da wollten wir Hackschnitzel verladen. Den Rest Hackschnitzel aus dem Holzhacker. Dann sehen wir schon, die Leerpaletten sind wieder völlig voll hier. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal schneller für Abhilfe schaffen. Solange wir hier noch keinen Sammler haben, müssen wir es selber machen. Haben wir eben ein bisschen Verladezeit. Und wieso haben wir denn hier immer noch keinen Verlader? Das nervt ein bisschen. Wo treibt sich der JCB denn aktuell rum? Den hatten wir sonst immer hier genutzt dafür. Gucken wir, bevor wir den Komposter anwerfen, dass wir den JCB mal hier hinholen. Das nervt doch. Das dauert mir so zu lang. Da ist er. Ich habe hier so ein bisschen geguckt, was die Ölproduktion macht, Speiseölproduktion für die Kartoffeln später. Für die Kartoffelchips und Pommes und Kartoffelsack. Dann müssen wir irgendwann die Kartoffelwaschanlagen hier mit Diesel auffüllen, mit Wasser auffüllen und Kartoffeln anliefern und dann kriegen wir die Industrie irgendwann zum Laufen. Das ist aber noch ein bisschen Zeit bis dahin. Auch hierfür hätten wir jetzt eigentlich gleich einen Kurs-Play-Kurs aufzeichnen können. Die ganzen Überführungsfahrten wollte ich eigentlich so nach und nach alle mal aufzeichnen von den ganzen Fabriken. Naja, zu spät. Und sind wir gleich da. Ja, Wasser müssen wir noch durch die Gegend transportieren. Auch so eine Sache. Aber eins zur Zeit. Der Palettennachschub ist ganz wichtig, daher sollte man die Produktion versuchen, möglichst viel am Laufen zu halten.
Da liegt noch ein Strohballen da hinten, sehe ich. Wahrscheinlich die Seemaschine auf das Feld rübergeschoben. Was hier vorne auf der Ecke passiert. Hängt so ein bisschen Substraw fest. Naja. Irgendwas ist ja immer. So, schnappen wir uns einmal die ganzen Paletten hier weg. Einfach weil wir es können. Der hier im Weg steht, dann fahren wir den mal ein Stück aus dem Weg. Dann kann auch das Hackschnitzelwerk eigentlich mal wieder arbeiten. Ist auch mal schön. Es waren noch Zeiten, als wir hier Leerpaletten en masse verkaufen konnten, ne? Und die Holzbretterpaletten verkaufen konnten. Die Zeiten sind irgendwie vorbei. So, stellen wir noch einmal um auf Bretterpaletten. Die holen wir noch und bringen hier rüber zu Europaletten. Der Anhänger ist dann voll. Passt doch eigentlich sehr gut alles. Dann können wir nämlich den gleich wieder losschicken Richtung Hackschnitzel. So, das reicht erstmal. Ach, hier wäre ja sogar ein Anhänger gewesen. Naja, könnten wir wieder einen Zweier machen, ne? Und jeweils einen sozusagen nachher. Naja, gucken wir. Gucken wir später. So, dann schicken wir den los. Einmal wenden. Das Sägewerk kann jetzt wieder arbeiten. Wir laden wieder den Kurs. Paletten zu Zellstoff wäre eine Möglichkeit. Ist eigentlich egal. Als Überführung. Und sagen dann Abfahrer einstellen. Achso, hier hinten haben wir den Startpunkt gesetzt. Gut, kommen wir zu unserem Neuerwerb. Wir wollten da unbedingt beim Kompass da so ein paar Beine reinschmeißen. Ach, der eine Ballen hängt ja auch echt dumm da oben, ne? Ach, jetzt haben wir hier den komischen Kursplay im Weg. Wir brauchen nämlich irgendwie eine ordentliche Ladung Kompost für die Obstfarm bald wieder. Wäre ja blöd, wenn wir das nicht hinkriegen. Also schmeißen wir mal ordentlich ein paar Ballen hier rein. Wie ist das denn? Können wir die oben erst wegnehmen oder merkt er sich denn auch die unteren Ballen? Das geht. Gerade so noch getroffen. Naja, schieben wir gleich mit rein. Macht nichts. Also heute ein paar Ballen verladen. Mit dem hier, der hat ja einen schönen saftigen Sound, ne? Mal gucken, ob wir die da oben noch wegkriegen, zwei Stück, weil die nerven dann ja gleich sonst immer so komisch. Schön aufgepickt. Zack, hoch die Rampe.
So, und ab jetzt können wir hier mal ein paar Viererstapel holen. Das geht ein bisschen schneller. Ja, 47.000, ich wollte gerade sagen, wir kriegen den scheinbar nicht voll. Wir sind zu langsam beim Befüllen, aber jetzt glaube ich, kriegen wir es hin, ein bisschen mehr reinzufüllen, als rausgeht. Dann haben wir da noch eine gute Verwendung für unsere Strohballen. Gut, der liegt jetzt natürlich ein bisschen blöd hier. Schmeißen wir aber auch schnell rein. Noch eine Dreierladung. ...71.000 im Bunker drin, doch. Also langsam kriegen wir es voll. Nehmen wir hier den nächste. Oh, da guckt, der eine Ballen hängt nämlich dann oben immer so ein bisschen blöd fest. Aber der bewegt sich, wackelt ein bisschen, aber durch das dicke Heckgewicht auch kommen wir nicht ins Kippen oder so. So, das geht auch schon mal ganz gut eigentlich. Der MP4 hat den Wartepunkt erreicht. Ist auch bei der Zeltstofffabrik angekommen. Könnte noch mal gucken, was man aktuell für Hackschnitzel am Hafen kriegt, weil eigentlich haben wir in der Zellstofffabrik, oh, tanzende Ballen, mehr als genug. Ja, dann lohnt sich das bald mit einem Class Karos oder irgendwas hier mal vorzufahren und Kompost abzuholen. Dann machen wir nochmal, hatten wir nicht schon Kompost zur Obstfarm? Ansonsten nehmen wir auch Kompost zur Obstfarm nochmal als neue Route auf, weil dann müssen wir mehrfach fahren, damit wir alle Kompostlager bei der Obstfarm relativ voll knallen. Na toll, der Haufen ist umgekippt. So, die 100.000 sind im Bunker. Gut was geschafft. Ich kann vielleicht so vier auch aufstapeln. Passt, sehr schön. So, das geht auch relativ flott, ne? Den ersten Haufen haben wir weg, einen mehr haben wir noch. Und der Komposthaufen hinten füllt sich auch langsam wieder. Na toll. Sechs Ballen mitgekriegt. Aber die oben wackeln bös, weil die so komisch da drauf hängen. Jetzt kommt auch doch leicht ins Schwanken. Schnell weg damit. Das wird halt das Chaos gleich erstmal ein bisschen aufräumen.
So, jetzt ist schon richtig gut was drin im Komposter. So, die Ladung geht noch. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was zusammengeschoben kriegen und dadurch zwei noch mitkriegen. Müsste passen. Okay, der erste nicht mehr aufgenommen wird, weil der Trigger voll ist. Könnten wir jetzt hier oben vielleicht nochmal ein bisschen wegarbeiten. Ist ja schon relativ schnell, ne? Können wir die noch mal wegnehmen? Müssen wir hier mal kurz rein für Verstopfung entlösen. Ne, da passt nicht ganz rein. Dann gucken wir erstmal kurz zum Mercedes. Abfahrer entlassen. Und da wir, wie gesagt, hier eigentlich echt erstmal genug Hackschnitzel im Werk drin haben, kommt das Ganze drüben zum Hafen in Verkauf. Wir haben jetzt zwar nicht geguckt, ob der Preis hier gut ist, aber da wir unter die 4 Millionen Marke gerutscht sind, müssen wir da wieder ein bisschen dran arbeiten, dass wir wieder zu 4 Millionen kommen. Und hier mit, ja, im besten Falle 50.000 Einnahmen oder so, schaffen wir das ja fast wieder. Aktuell ist der Preis nicht so gut für Hackschnitzel. Aber immerhin 16.000 für eine Ladung. Was eigentlich nur Abraum ist. Passt schon. Klar, wir könnten ein paar Paletten verkaufen, aber es lohnt nicht unbedingt. So, haben wir das. Sehr schön. Ja, Kursaufzeichnung beginnen. Haben wir irgendwas, was zum Hof wieder zurückführt? Nö, wahrscheinlich nicht. Lassen wir erstmal hier stehen. Gehen wir mal wieder zum Komposter. Und da hat mittlerweile schon wieder Platz für 20.000. Kriegen wir also mal eine ordentliche Ladung hier rein. Nehmen wir die vier hier weg. Ups. Bleiben wir natürlich schön im Zaun jetzt hängen.
Wieso will er den jetzt nicht? Triggermäßig ist eigentlich ein bisschen Platz. So. Passt. Und wie viel ist jetzt mittlerweile schon da hinten? 54.000 Kompost immerhin. Aber liebe Leute, dann kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch natürlich einen schönen Feiertag noch. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Sonne im Zweifel, wenn schönes Wetter ist. Ich weiß noch nicht, ist ja ein paar Tage vorher eine Aufnahme. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn wir heute fast nur Stroh und Komposter geworfen haben. Muss ja auch mal sein. Vorbereitung für eine ständig laufende Obstproduktion. 18.03 Uhr ist er schon wieder auf dem Weg Richtung Nacht. Wir werden auf jeden Fall morgen dann nochmal ein paar Paletten oder so durch die Gegend fahren. Und ja, der MW-Truck hier hat einen guten Dienst erfüllt heute, würde ich sagen. Schöner Sound, saftig das Ganze. Und ja, danke fürs Zuschauen. Schönen Tag euch noch. Bis dahin und tschüss.